So, hier einmal kurz ein kurzes Erklärvideo zu dem Tauschpaket, was wir starten wollen. Ich habe mich entschieden für einen wunderschönen Biene-Maja-Karton. Der ist richtig, richtig süß. Den befüllen wir jetzt zusammen. Die erste Runde unser Abonnenten-Tauschpaket. Ich fand den so süß, den Karton. Der ist so süß, ne? So mit Maja und Willi drauf. Und jetzt bepacken wir den mal. Und wenn du dir jetzt so denkst, das ist aber ein kleiner Karton. Ja, ich habe ihn beabsichtigt nicht so groß genommen, damit einfach ein reger Austausch stattfindet. Es sollen ja viele Sachen reinkommen und viele Sachen auch wieder rausgehen, weil wir wollen ja tauschen, ne? Wir wollen tauschen, deshalb nicht so ein Riesenkarton, weil es soll auch für jeden finanziell erschwinglich sein, ganz einfach. Was nützt uns so ein 15-Kilo-Karton? Das soll schon ein übersichtlicher Karton bleiben, also der kleine Biene Maja und Willi. So soll es ganz einfach sein. Und von der Größe her finde ich den vollkommen in Ordnung. So, starten tue ich mit einer Cushion Foundation. Und zwar diese hier, die Kill Cover. Die habe ich natürlich schon einmal benutzt, habe das Ganze gut gereinigt, desinfiziert. So sieht das Ganze hier aus. Ist auch so ein kleiner, ne? So ein Pushy hierbei, den habe ich auch gereinigt. Und ein Ersatzcushion. Falls das irgendwie leer ist, gehört das beides zusammen hier. Sieht man ja auch. Das werde ich als erstes reinlegen. So, dann habe ich von L'Oreal hier diese Tonerde hautberuhigende Maske. Die werde ich da auch mit reinlegen. Die ist original verpackt. Die werde ich aber nicht testen. Die kommt da auch mit rein. Denkt immer dran, dass ihr möglichst kleine Sachen nehmt. Also es muss nicht so riesig sein. Nehmt einfach kleine Sachen. Dann umso mehr Vielfalt haben wir einfach in dem Paket nachher. Dann habe ich hier auch noch einen original verpackten Pro Concealer. Weiß ich nicht, von LA Girl kommt hier mit rein. Dann habe ich hier einen auch original verpackten Lippenstift. Das ist absolut nicht so meine Farbe, würde ich jetzt sagen. Der ist von Douglas. Von Douglas. Vielleicht gefällt ihn ja jemand von euch. Ich finde das sehr interessant. Ist jetzt nicht so meine Farbe und ich habe auch nur wirklich genug Lippenstift drauf. Und deshalb kommt es damit rein. So, hier ist auch noch von Essence ein Face Glow Booster. Einmal so ein Serum, bevor man das Make-up drauf macht. Soll schön Glow geben oder auch ohne Make-up, ist ja egal, ne? Ist ja wurscht aus der Cute and Shell Serie. Will ich natürlich noch ein bisschen besser einpacken, aber das kommt hier auch rein. So, Primer fliegt hier auch zweimal mit rein. Da habe ich tatsächlich zwei Stück von und ich brauche nicht so viele. Dann habe ich hier noch einen schönen Highlighter. Den habe ich selber mal irgendwie im Tauschpaket gehabt. Der ist von Rival de Loop. Sieht richtig schön aus, ne? Aber für mich ist er, glaube ich, nicht so. Deshalb kommt er da auch mit rein. Dann habe ich hier noch so einen ganz kleinen Mini-Eyeshadow. Den habe ich tatsächlich doppelt hier. Das ist so ein ganz kleiner schimmriger. Finde ich ganz süß. Glow on the Go. Das ist dieses Teil hier. Das werde ich da auch mit reinlegen. Dann habe ich hier noch, da ist tatsächlich noch der Preis drauf. Hatte ich letztens ja aus dem Grabbelkorb mitgenommen. Von Catrice, der Lippenstift und Blush in einem aus dieser Weihnachtsedition. Lege ich euch gerne mit rein. Dann habe ich hier noch von Cessna einen Double Head Eyeshadow. Lasse ich mal original verpackt. Kann sich irgendjemand von euch mit amüsieren. Dann habe ich von Ila Musk einen Eyeliner. Ila Musk ist ja auch richtig sauteuer, aber Eyeliner nutze ich eigentlich gar nicht so oft. Kommt hier auch mit rein. Ich finde es schon irre, wie viele Sachen das jetzt hier schon sind. Dann habe ich von Rival Loves Me, das gehört glaube ich zu dem Serum da gerade eben, eine Strobing Cream. Ne, ein bisschen Glow und so weiter, ist aber nichts für mich. Dann habe ich mir selber mal gekauft, diese hier von Rival Loves Me. Das ist so eine, wie soll man das sagen, so eine, oh Gott, da fällt es auch noch runter, ne? Eine Dare to Scare Cover and Contouring Palette, habe ich nie ausprobiert. Gab es auch mal im Outsale oder Out, nein, im Sale, war runtergesetzt, habe ich mitgenommen. Vielleicht hat da jemand von euch Freude dran. Hier ist von Elisabeth Arden ein Puder. Das habe ich mir mal gekauft, auch im Outlet. Und zwar ist das ganz süß. Das ist so eine kleine Dose hier mit so einem Patchy dran. Und dann hast du hier unten drin eben so das lose Puder. Das ist unbenutzt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Aber ich befürchte, dass es für mich zu dunkel ist.
Das ist so dunkel. Vielleicht gefällt es jemandem von euch. Dann gibt es von Zoeva noch diese Palette hier. Also hier ist die Umverpackung, die mache ich da gleich noch drum. Die Caramel Melange. Diese habe ich einmal ausprobiert. Ich finde sie wunderschön. Aber bis auf zwei Farben gefällt sie mir eigentlich nicht so. Da war ich auch nur mit dem Pinsel drin. Die kommt auch dort mit rein. Und einmal ein Innisfree, ein Serum. Keine Ahnung, was das ist. Serum Hydrant mit grünem Tee und tralala. Kommt hier auch mit rein. So, aus einem letzten Video. Wella Shockwaves. Da habe ich ja gesagt, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Habe ich ein, zwei Pumphübe draus genommen. Kommt hier auch mit rein. Von LMS einmal Superfood Moisturing Glow Primer. Fliegt hier auch mit rein. Dann haben wir hier noch ein Enzympeeling, ein Blush, ein Cream Blush, einmal eine ganze Handvoll als Dämmmaterial, ein paar Masken und so weiter und so weiter. Ich werde natürlich jetzt nicht alles zeigen, was ich da jetzt noch so reinpacke, weil dann wäre es ja uninteressant für die Erste, die dieses Paket bekommt, denn weiß ich nach diesem Video schon, da weiß ich ja schon alles, ne? Also da kommt noch ein bisschen was mehr ran, wofür ihr nichts wisst. Es wurde noch einmal gefragt, wie viel darf ich mir denn reinlegen oder wie viel darf ich mir rausnehmen, wie viel darf ich reinlegen? Das ist vollkommen dir überlassen. Wenn du sagst, ich finde hier 20, ich finde sie alle toll, alles finde ich toll, finde ich alles super, dann nimm dir alles raus und wenn du drei Teile rausnimmst, packst du halt drei kleine Teile, so in etwa, die dem Preis entsprechen oder wo du sagst, das könnte hinkommen, packst du einfach wieder was rein für die nächste. Bin ich sehr gespannt drauf. Denkt immer dran, gerade wenn ihr solche Glassachen habt hier oder, ja gut, das kann jetzt nicht auslaufen, aber Dinge, die auslaufen können, dass ihr ganz einfach das gut zuklebt, damit das Paket der Maya-Karton auch ein bisschen länger überlebt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob er alle 32 Stationen überlebt, das weiß ich nicht. Aber wenn ihr irgendwas habt, was jetzt so auslaufen könnte, dann packt es gut ein, klebt das gut ab oder packt es zur Not einfach noch in so einen Gefrierbeutel oder sowas rein. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich klar, ne? So wie solche Sachen, da kann eigentlich nichts auslaufen. So wie das könnte natürlich kaputt gehen und könnte das ganze Paket zerstören. Deshalb packt das bitte nochmal schön in Zeitungspapier oder Dämmmaterial ganz einfach ein. Es wurde auch gefragt, du, ich habe gar nicht so viel Schminke und sowas und so. Es ist völlig wurscht, was du da reinlegst. Hauptsache, das ist klein. Und wenn du der Meinung bist, dass du jemand anderem einfach eine Freude damit machen kannst, ein Schmuckteil oder was Selbstgemachtes oder was weiß ich, es ist völlig wurscht. Da ist euch freie Hand gelassen. Nur es muss halt hier irgendwie reinpassen. Wir wollen bei dem kleinen Karton ganz einfach bleiben. Also viele sagten, wie gesagt, auch, ich habe nicht so viel Make-up und so weiter. Das bleibt euch einfach überlassen, was ihr da reinlegen mögt. Wenn du jetzt irgendetwas hast, wo du sagst, du, ich habe hier so ein kleines Teil und das möchte ich gerne, dass mein kleiner Graufalter das auch wirklich bekommt, dann packt es einfach in Geschenkpapier, in Zeitung rein und schreibt einfach drauf für Anja oder für Graufalter. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, Mensch, du, die Maske hier, das würde ich toll finden, wenn sie die bekommt, dann packt sie einfach separat ein und macht es einfach so, dass ich weiß oder die anderen wissen, das ist für Graufalterchen. So ist es. Wenn dieser schöne Biene-Maja-Karton vielleicht, der soll ja 32 Mal verschickt werden, das heißt 32 Mal einpacken, auspacken, durch den Postwagen, durch alle Hände durch. So, und dieser Karton macht jetzt schlapp hier. Ne? Dann hol bitte einen neuen Karton, dann ist das einfach so. Oder die Post sagt, wenn du zu viele Aufkleber drauf hast, also zu viel Plastik, sagt die Post manchmal auch, nee Leute, das geht nicht. Oder zu viel Paketaufkleber oder was weiß ich. Dann musst du einfach diesen Karton ersetzen. Dann tut es mir leid für dich, aber dann ist es ganz einfach so, sodass wir gesichert haben, dass das Paket auch bei jedem wohlbehalten ganz einfach ankommt. Ich habe diesen Karton jetzt hier fertig gepackt. Ich werde es hier nochmal zukleben. Ein Paketaufkleber an die erste Abonnentin ganz einfach hier draufkleben. Und jetzt fragst du dich sicher, ja, aber woher weiß ich denn, an wen ich das denn schicken soll? Ja, da hat die Mutti sich was überlegt. Ich habe einen ganz fürchterlich schlauen Notizplaner und da habe ich alle Adressen, die ich euch jetzt hier nicht zeige,
alle Adressen einfach hier aufgeschrieben, alle 32. Ich fange bei 1 an, streich die 1 weg, wenn das versandt ist. Dann wird die Nummer 1 mir eine E-Mail schreiben oder sich bei Instagram melden oder wie auch immer. Es ist egal, auch wie viel Zeit verstreicht. Wenn du sagst, oh, ich habe im Moment so viel privat zu tun, ich schaffe es nicht rechtzeitig mit dem, ne, dass das so schnell wie möglich weitergeht. Gut, es soll jetzt nicht 3 Wochen irgendwo rumlungern bei euch in der Ecke, sondern wäre schon so, wenn man das in ein paar Tagen oder vielleicht in einer Woche schafft, es einfach weiterzuschicken, sich was auszusuchen. Schreib mir einfach eine E-Mail, wenn das Paket bei dir angekommen ist. Du, hör zu, ich habe mir was ausgesucht, ich habe es neu bepackt, habe meine Sachen reingelegt. Und wo soll ich das denn jetzt hinschicken? Dann werde ich dir die aktuelle Adresse deiner Nachfolgerin, die werde ich dir ganz einfach schicken. Und so kannst du es einfach zu der nächsten Person ganz einfach schicken. Ich würde es ganz schön finden, wenn wir das ganz einfach so machen, damit auch gesichert ist, dass jeder auch wirklich diesen Karton, diesen kleinen Biedermeier-Karton auch wirklich bekommt. Macht es einfach auf versicherten Versand. Das heißt, ihr könnt mit der Tracking-Nummer, könnt ihr ganz einfach verfolgen, wann dieses Paket denn bei euch eintrifft. Denn man ist nicht immer 24 Stunden zu Hause. Und so ist einfach gesichert, dass man das Paket verfolgen kann und weiß, wo es sich denn im Moment ganz einfach befindet. Die Nummer 1 auf meiner Liste ist Christine Locher. Die wird als erstes dieses Paket bekommen und ich bin richtig, richtig, richtig gespannt darauf, wie das alles läuft, wer was gebrauchen kann, wie das Paket bei mir wieder ankommt, ob es dieser Karton sein wird oder vielleicht ein anderer, ich weiß es nicht. Such da einfach was Schönes aus, falls ihr ihn ersetzen müsst. Liebe Christine Locher, das Paket ist bereits zu dir unterwegs, während dieses Video ausgestrahlt wird. Melde dich einfach bei mir und frage nach der nächsten Adresse. Ich bin richtig Ich werde gespannt. diesen Karton jetzt nochmal richtig schön den Inhalt nochmal ein bisschen aufstocken, richtig gut verpacken alles, sodass es safe ankommt. Und ich werde nochmal einen Briefumschlag, werde in das Paket reinlegen, diesen Briefumschlag. Und zwar, was ist zu tun? Bitte diesen Umschlag immer im Paket lassen. Dort werde ich alles, was ich hier nochmal erzählt habe, einfach stickpunkthaltig nochmal reinschreiben, wie das laufen soll, falls jetzt irgendjemand irgendetwas nicht verstanden hat. Da werde ich einfach nochmal alles reinmachen und der muss immer mit verschickt werden. Mein Gott, was redest du, ne? Damit einfach alle wissen, was gemacht werden soll, wie das laufen soll. Weil für viele ist es ganz einfach das erste Tauschpaket, das Wanderpaket. Und viele sind da ein bisschen unsicher. Deshalb schreibe ich hier nochmal ein Zettelchen rein mit ganz lieben Grüße. Grüße an alle. Meine Güte, red doch Deutsch. Und dort befindet sich einfach nochmal drin, wie das ablaufen soll und wie du dich bei mir melden kannst, meine E-Mail-Adresse und tralala oder bei Instagram oder wie auch immer, dass wir da in Kontakt bleiben, wo dieses Paket einfach im Moment ist und was zu tun ist und so weiter. Ansonsten gibt es für mich da keine Regeln. Wie gesagt, achtet einfach drauf, dass es kleine Dinge sind, die jetzt nicht so viel Platz wegnehmen. Gut, wenn du jetzt 5 Teile rausnimmst und ein großes reinpackst, dann ist es halt so, ne? Aber ich finde immer schön, wenn es kleine Dinge sind, so wie hier. Ich stocke das hier gleich noch ein bisschen auf, damit man einfach mehr Auswahlmöglichkeit hat, ne? Ja, das war das kurze Erklärbär-Video. Ich freue mich sehr auf dieses Wanderpaket und ich werde auch noch ein bisschen was jetzt dazu tun, damit schön Auswahl da ist für die erste. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wann irgendwann dieser Karton wieder bei mir ankommt. Ob es Maja und Willi ist oder ob es ein anderer Karton ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Endergebnis. Und ich wünsche uns einfach jetzt schon ganz, ganz viel Spaß dabei. Hab viel Spaß beim Rumstöbern in der Biene-Maja-Kiste. Ich finde sowas selber immer mega spannend und ich freue mich ganz einfach, dass wir diese Aktion hier ganz einfach gemeinsam machen. Ja, dann auf geht's. Christine, melde dich bei mir, wenn das Paket bei dir angekommen ist. Du bist die Erste. Und dann lassen wir die Maja und den Willi mal reisen.